In den folgenden Minuten geht es um den Neunjährigen Krieg in Irland. Dieser fand von 1594 bis 1603 statt, begann mit einem Angriff von irischen Clansleuten auf britische Truppen und endete in der Kapitulation des mächtigsten irischen Anführers Hugh O'Neill. Auf der einen Seite Stadt England und auf der anderen Seite irische Clans. Die Engländer oder Normannen hatten Irland im 12. Jahrhundert in Besitz genommen, aber in den folgenden Jahrhunderten ihren Einfluss, ihre Macht verloren, da entweder die Normannen in die irische Gesellschaft integriert wurden oder andererseits die Clans wieder an Stärke gewannen. Das führte dazu, dass England im 16. Jahrhundert lediglich Dublin und die Gebiete drumherum kontrollierte, wohingegen das Land, die ländlichen Regionen von den Clans dominiert waren. Das war natürlich nicht im Sinne der Engländer und sie wollten ihren Machteinflussbereich über Dublin hinaus ausdehnen. Hugh O'Neill, der Chef, das Oberhaupt eines der mächtigsten Clans im Norden, in Ulster, wollte selbst seine persönliche Macht steigern und vielleicht sollte sie König von Irland werden. England, das muss erwähnt werden, befand sich zu dieser Zeit im Krieg mit Spanien. Nun, das Ganze begann im Nordwesten. Zwei Clans widersetzten sich der englischen Verwaltung und griffen immer wieder Außenposten an. Und dann, wie erwähnt, die Schlacht of the Ford of the Biscuits, in einem Fluss, siegten die Clans O'Donnell und Maguire über englische Truppen. Und das führte dazu, dass O'Neill sagte, wunderbar, hier kann ich mich was holen, schloss sich der Rebellion an und es kam zu weiteren Schlachten. O'Neill siegte in beiden Schlachten und er war nun, ja, mehr oder weniger umstritten der mächtigste Mann, ist er auch nicht gut aus für die Engländer. Und das bedeutete, O'Neill setzte über Irland verteilt seine Verbündeten und Gefolgsleute als Grafen oder Häuptlinge ein. Und das besonders zu nennen Fitzthomas, der dann Earl of Desmond wurde. Ferner fanden in ganz Irland, inspiriert durch die Siege im Norden, Aufstände statt. Und die Engländer waren letztendlich komplett raus aus dem Ganzen. In Munster im Süden wurden alle Siedlungen zerstört. Allerdings blieben die Städte und die Gebiete um Dublin loyal und damit blieb da auch die englische Kontrolle erhalten. Nun wurde der Earl of Essex damit beauftragt, Irland wieder in Ordnung zu bringen. Er landete als Lord Deputy of Ireland im März 1599, zog nach Süden, brachte auch den Süden unter seine Kontrolle und führte Expeditionen nach Norden aus. Das Ganze scheiterte letztendlich am Curlew Pass, wo er gegen den O'Donnell-Clan verlor. Er führte dann Verhandlungen mit O'Neill, vereinbarte einen Waffenstillstand, das war aber dazu war nicht autorisiert, kehrte nach England zurück und dort wurde ihm auch der Prozess gemacht. Das zögerte sich hier alles heraus, die Iren konnten sich behaupten, aber das Ganze änderte sich, als Lord Mountjoy Lord Deputy wurde und Carew Lord President of Munster. Ab da ging es für die Iren bergab, denn als erstes ließ Mountjoy Truppen über See nach Ulster bringen, die dort massive Zerstörung anrichteten. Das heißt, es führte dort zu Hungersnot und irische Truppen waren gebunden. Lord President of Munster Carew besiegte Fitzthomas, den Earl of Desmond, und wenig später nahm er Fitzthomas und Florence McCarthy, einen mächtigen Clanführer im Süden, gefangen. Hoffnung gab es für die Iren mit der Landung spanischer Truppen im Süden. Doch Mountjoy ließ dann sofort Kinsale, wo die Truppen gelandet waren, belagern. O'Neill und O'Donnell marschierten nach Süden, um die spanischen Truppen zu unterstützen, wurden aber in der Schlacht vernichtend geschlagen. Und damit war der Krieg letztendlich verloren. Am 30. März kapituliert dann O'Neill und Irland ist wieder unter englischer Kontrolle. Der Krieg kostete unglaublich viele Menschenleben, insbesondere durch Hungersnot. 1603 wurde dann im Vertrag von Melifont der Frieden in Neuordnung geregelt. O'Neill dürfte wieder zurück, das Ganze war äußerst großzügig für ihn, musste Treue schwören. Aber das englische Recht wurde eingeführt und Englisch war nun die offizielle Sprache. Es ist klar, dass zwischen irischen Lords und Clans auf der einen Seite und England weiterhin tiefes Misstrauen bestand.
Das führte dazu, dass 1607 es zum Flight of the Earls kam, das heißt O'Donnell und Neil und weitere Lords verließen Irland, um in Spanien für Unterstützung zu werben, um wieder gegen die Engländer zu kämpfen, was eigentlich nicht klappte. Diese Ländereien, oder die Ländereien dieser geflohenen Earls wurden konfisziert und dann durch Engländer besiedelt. Das bedeutet insgesamt, dass die englische und dann britische Vorherrschaft in Irland für die nächsten Jahrhunderte gesichert war, auch wenn es zu weiteren Rebellionen kam. Das war der Neunjährige Krieg in Irland in 5.